Hallo und herzlich willkommen zurück zu Meown Base. Ich bin Mr. Kadafi, euer Let's Play des Weltraumkaninchen. Und wir haben heute Großes vor. Ganz Großes. Ganz, ganz Großes. Ja, Feuerwerk. Zum Glück sieht das keiner. Zum Glück sind wir ja ganz allein auf dem Planeten und niemand sieht, wie ich mich anstelle. Miau, 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 miau. Wir können nämlich ein Auto... Oh, meine Faktforschung ist abgeschlossen. Ein Auto bauen, das tun wir doch mal. Woo! So. Und es wird doch gerade Nacht, das ist super. Dann können wir uns nämlich... Wisst ihr, was wir jetzt mal machen werden? Pass mal auf, wir werden jetzt Folgendes machen. Wir werden jetzt mal die Basis richtig schön bauen. Also, wir nehmen uns... Wir haben Holz, wir nehmen das, wir nehmen das... Und ich habe keine Ahnung, was ich noch brauche. Bestimmt noch dies und jenes. Und dann kann das mal weg, weil das brauche ich nicht und das brauche ich nicht. Und ich brauche eigentlich auch diesen ganzen Material, diesen Kram nicht. Denn was ich jetzt machen möchte, ist erstens Licht bauen. Wir haben doch hier irgendwo... Ah, Lampen. Licht. Da bauen wir mal 4 Stück. Was fehlt? Kabel. Okay. Davon bauen wir mal ein paar, damit wir einfach mal ein bisschen mehr sehen. Dann brauche ich bestimmt einen Motor, wenn es jetzt ums Autofahren geht. Also, ich bin kein Experte, aber ich glaube, ein Auto braucht einen Motor. Dann brauche ich auch Kabel, ne? Na gut. Wir bauen das mal hier hin. Und warte, hier müssen wir erstmal den Boden wieder abbauen. Ich mach mal an. Drauf ziehen. Wir haben eine Basis voller Strom, da geht das ja. So. Nein! Basis voller Strom, nicht voller Leere. Die Leere, niemand hört dich schreien im Weltall, wenn dein Sauerstoff alle geht und du sowieso nicht mehr schreien kannst, weil du keinen Sauerstoff mehr hast. Gib mal das. Dankeschön. So, dieser Baum gefällt mir eigentlich mehr jetzt gar nicht mehr, muss ich gestehen. Gehen wir nach hier unten, dann kommt der da weg. Ich muss den so abreißen? Nein. Na gut. Du kommst dahin. Dann kommt jetzt hier... Warte mal, wir packen die mal hier hin. Oh, das kann ich ausmachen. Und kann ich da durchgehen? Warte mal, kann ich mich da lang bewegen? Nein, das ist ein Hindernis. Gut. Dann... brauche ich nochmal einen Boden. Ich brauche einen Boden, Boden, Boden. Ich brauche mehr Boden und ich brauche mehr Kabel. Wie ich sehe. Und ich sehe, wir brauchen auch Luft und Sauerstoff. Luft und Sauerstoff. Genau, Kadafi. Luft und Sauerstoff. Beides gleichzeitig. Wieso regnet denn das nicht? Jetzt haben wir hier das alles so schön gebaut und ich wollte euch zeigen, wie das funktioniert. Und ich wollte es ausprobieren, ob es jetzt immer noch so ist, wie ich das im Kopf hatte. Und dann passiert das nicht. Mann. Ich habe kein Holz mehr. 3 Holz noch. Dann wird das noch ein Holz sich finden lassen. Offensichtlich nicht. Gib mir erstmal die Axt, der Baum da muss weg. Dann haben wir nämlich wieder Holz. Weg mit dir, du scheiß Natur! Geh, weiche! So, dann machen wir mal hier und jetzt bauen wir mal Gabel. So. Ach, guck mal, das reicht auch, wenn ich das so baue. Ach, ist ja schön. Nein, reicht so nicht. Tja. Haben wir nämlich Licht. So, gib mir das. Und dann kommt hier einer hin. Da wird unsere. Unser Auto-Abstellding. So, warte mal, das kommt jetzt noch weg. So. Und dann bauen wir noch eine Lampe nach hier. Ich habe keine Kabel mehr. Jetzt ist es nachts auch nicht mehr so dunkel, wisst ihr? Das ist der Plan. Damit jetzt mal ein bisschen was sieht hier unterwegs, damit das nicht immer alles hier in Dunkelheit ausartet. So, boop. Hier drüben bräuchten wir, glaube ich, auch noch. Ich weiß nicht, ob zum Beispiel die... Wie wir das machen. Wir könnten hier noch eine hinbauen. Können wir noch eine Lampe bauen? Ja, ja, ich weiß. Ich will ja auch gar nicht bauen. Hallo. Mal was so. Bauen wir noch eine? Ach, dafür brauche ich die Stahlträger. Ah, und hier, guck mal da. Garage, die bauen wir auch gleich mal. Die setzen wir gleich mal in Auftrag. Und dann bauen wir das dahin. Da. Dann haben wir nämlich hier alles. Oh, gut. Ja, wir haben eine Garage. Geil. Garage. Warte mal, das muss garantiert mit Strom versorgt werden. Könnte ich mir vorstellen, jedenfalls. Ich meine, alles muss ja mit Strom versorgt werden. So! Pack doch mal den Unsinn hier weg.
Also, wir brauchen das nicht mehr und das nicht mehr und beim Rest habe ich keine Ahnung. So, was benötigen wir, um ein Auto zu basteln? Ich habe alles. Geil. Buggy macht Wrumm. Cool, was brauche ich dafür? Ein Lager. Ein... Das ist ein Auto! Ja, ein Brumm. Warte mal, ich brauche ein Lager. Ich brauche erstmal ein Lager. Wo kriege ich ein Lager her? Warte, halt, stopp. Ich brauche... Was brauche ich? Wie funktioniert es? Oh, cool. Ich steige wieder aus. So. Was brauche ich? Ich brauche Zahnräder und ein Lager. Okay. Ich gehe erstmal hier rein. Und ich brauche Essen Neues. Geil. Geil. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2. So. Büp, büp. Ich brauche hiervon welche. Oh, eine reicht. Und dann brauche ich noch ein Lager. Was brauche ich für ein Lager? Schrott. 1, 2. Dann bauen wir gleich einen Anhänger. Wenn es das gibt, dann bauen wir das gleich, oder? Jo. Ja, ein Anhänger. Nimmt mehr Gegenstände mit, wird an einem Fahrzeug angehängt. Ja, das ist... Deswegen heißt das Anhänger. Wie geht das jetzt? Kann ich jetzt einfach... hin und dann... Warte mal, muss ich das... Ah! Ja, wir haben ein Auto! Woo! Oh mein Gott. Oh, scheiße. Okay, es hat Energie. Aber ich verbrauche Sauerstoff. Das heißt... Das ist wirklich einfach so ein offenes Fahrzeug. Das heißt, das kommt alles weg. Die Axt, das nehme ich mit. Das brauche ich nicht. Dann werden wir das auf jeden Fall noch mitnehmen müssen. Sauerstoff. Und ich brauche mehr Werkzeuge. Ich brauche mehr Schaufeln, denke ich vorrangig. Weil damit wollen wir ja Spaß haben. Wir wollen ja... Ich weiß nicht, brauche ich mir noch eine Axt? Können wir bauen noch eine Axt? Dann brauche ich von jedem einen. Oh, guck mal, wie hell es jetzt draußen ist. Oh, geil, guckt euch das an. Durch die Lampen. Gehen wir mal das ganz kurz hier. Schnell, schnell. Dankeschön. Guckt mal, wie hell das jetzt ist. Geil. Warte mal, ich habe noch mehr Forschungspunkte. Wir könnten auch die Navigation... Pass auf, wir bauen mal noch die Navigation, weil wenn wir jetzt unterwegs sind, ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Wenn wir auch wissen, wie wir wieder zurückkommen. Weil wir werden uns ja jetzt damit schon... Was? Kleines, selbstbetriebenes Licht, um deinen Weg in der Dunkelheit zu finden. Verstehe ich nicht. Brauche ich aber gar nicht. Ich möchte diesen Navigationsteil bauen. Ah, da. Funkturm. 3, 2... Okay. 3 Träger, 2 Chipteile. 3 Träger, 2 Chipteile. Wo denn? Da. Meine Güte. Dann haben wir einen Funkturm. Ich mache mir gleich mal noch was zu essen. Also die Lampen sind richtig gut. Vor allen Dingen, wenn ich mir vorstelle, dass wir ja vorhaben, das im Dunkeln zu spielen. Also im... Nicht im Dunkeln. Also, ich weiß nicht, ob ihr das im Dunkeln spielt oder im Dunkeln guckt. Das kann und will ich nicht beurteilen. Aber was ich meine ist, dass wir das ja so spielen wollen, dass es die ganze Zeit Nacht ist, da lohnt es sich vielleicht dann wirklich sehr schnell auf diese Lampen zu gehen. Damit wir überhaupt was sehen können. So. Der Funkturm. Stellen wir den einfach hier. Kann ich den einfach so hinstellen? Was macht der? Was tust du? Brauche ich vielleicht doch noch diese komischen Lichter? Ah. Ich habe jetzt so einen Kreis um mich. Warte mal, ich gehe mal einen Schritt. Guck mal, ich habe so einen Kreis um mich. Und je weiter ich weg... Der zeigt mir mal an, wo die Navigations... wieder Turm ist. Und dann kann ich mich dahin orientieren. Niese. Gut. Geil. Richtig geil. Fahre ich jetzt schon los? Ich weiß noch nicht, ob wir schon losfahren wollen oder ob wir heute einfach nur vorbereiten. Wir werden mal ein bisschen vorbereiten. Und zwar werde ich mal Wasser herstellen. Wenn wir hier schon hier kein Wasser... Wobei, ich will nicht alles Wasser... Ich mache nur 4 Wasser. Ich will noch ein bisschen was vielleicht aufheben für Sauerstoff. Gut.
Ach, da steht sogar... Ach, guck mal, da wird sogar angezeigt, die Wassertankmenge. Kann es jetzt mal bitte regnen? Na gut. So, ruhig zum Thema. Alter! So, jetzt aber. Ich fahr ab. Ich hau ab. Ist mir alles zu instabil. Wo fahren wir denn hin? Wir fahren nach Süden. Brumm, brumm. Oh Gott. Habe ich schon mal gesagt, dass ich keinen Führerschein habe? Ich hoffe, das Teil kann nicht kaputt gehen. Oh Gott. Ich weiß nicht, was wir überhaupt mitnehmen wollen. Momentan bin ich eigentlich nur am Rumcruisen, weil ich das gerade echt lustig finde. Ich glaube, wir brauchen hier wieder Erz, aber ich will nicht für ein Erz aufstehen. Kann ich das Licht auch noch wieder ausmachen? Nee, warte. Da will ich gar nicht. Ich cruise erstmal einfach so ein bisschen. Ja, da. Sowas will ich. Genau. Aussteigen, bitte. Na gut, guck mal, wenn wir hier gerade immer aussteigen, dann sammeln wir mal den ganzen Krams hier ein. Gib mir die Pflanze, gib mir die Pflanze. Und gib mir das da. Vielleicht brauchen wir dann auch einen weiteren von den RTGs. Da hatte mir Mengi gesagt, wofür das steht. Und ich kannte diese Technik sogar wirklich. Und da steht nämlich für Radioisotope... Aber wie war denn das? Das ist ein radioisotope thermischer Generator, der nutzt im Endeffekt beim Kernzerfall. Ist es ein Nuklear? Wie funktioniert das jetzt hier? Ah. Also es ist sozusagen ein Nuklear Kraftwerk, aber es arbeitet nicht damit, dass es Wasser erwärmt und dann eine Turbine damit betreibt, sondern über Halbleiter wird die Wärmeenergie direkt in Strom umgewandelt. Und das kenne ich tatsächlich, weil damit werden Raumsonden auch betrieben. Das hatte Mengi auch gesagt. Und das, als er das gesagt hat, dachte ich auch sofort, ja, stimmt. Ein großes Problem ist nämlich bei Raumsonden, die haben ja diese Nuklearbatterien, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und das ist genau die gleiche Technik, diese Nuklearbatterien, denn wenn die mit Hitze betrieben, also wenn die normalerweise eine Turbine hätten, was ja nötig wäre damit, oh mein Gott, man normalerweise mit einem Nuklearreaktor Energie produziert, aber das Problem dabei wäre, dass da bewegliche Teile sind und bewegliche Teile heißt immer kaputt gehen und Verschleiß und deswegen ist das ganz, ganz kacke. Und diese Nuklearbatterien oder diese Radioisotopen-Dingsies produzieren zwar nur ganz, ganz wenig Energie im Vergleich, aber haben halt keinen Verschleiß, weil sie keine beweglichen Teile haben. Oh mein Gott! Ich habe meinen Anhänger da gelassen. Wieso habe ich meinen Anhänger da gelassen? Habe ich aus Versehen drauf gedrückt? Oh, ich kann nicht Auto fahren. Okay. Ah. Okay, nicht rechtsklick, linksklick drauf. Okay. Und genau so eine Nuklearbatterie haben wir jetzt halt in unserer Basis. Zwei davon. Und das ist ziemlich cool, dass er auch da, also das, weil das ist halt wirklich eine genutzte Technik in der Weltraum. Im Weltraum, in der Weltraumerkundung, in der Weltraumfahrt. In der Raumfahrt, so. Und hier haben wir das dann halt. Wir haben hier nicht also einfach einen Standard-Kernreaktor, sondern wirklich eine Nuklearbatterie. Ja, es wird wieder Tag. Das Auto fasst aber echt nicht viel Material. Also irgendwie hätte ich vielleicht vorher auch mal reingucken können, wie viel Platz da in dem Anhänger ist. Kacke, mir fällt gerade was auf. Seht ihr, was fehlt? Die Anzeige für die... Navigationsbarke, die fehlt. Warum fehlt die Anzeige für die Navigationsbarke? Das gefällt mir gerade nicht. Das heißt, wir müssen unseren Weg doch wieder regulär zurückfinden. Blöd.
Ich dachte, dass die ein bisschen weiter reicht. Also, dass die jetzt so... Weil... oh Mann. Hätte ich fast übersehen, das Artefakt. Gib Artefakt. Der Plan war ja, dass ich damit weit, weit fahren kann. Und dann auch schnell wieder zurückfinde und nicht immer auf der Karte suchen muss, wo ich wieder zurückfinde. Weil das hätte ich auch... Dann hätte ich die Navigation gar nicht bauen müssen. Naja. Nein, ich habe keinen Platz mehr für Eis. Und Windkraftwerk macht hier natürlich auf dem Planeten, wo es Sturm gibt, auch Sinn. Aber solche Nuklearbatterien, die halten wirklich ewig. Das ist auch ein Vorteil davon. Die brauchen halt, du brauchst keinen Treibstoff, weil die halt sich selbst über radioaktiven Zerfall versorgen. Und sie zerfallen aber dermaßen lang... Ah, ich bin schon wieder abgekoppelt. Dermaßen langsam, dass du damit sehr, sehr lange so eine Sonde betreiben kannst. Wie gesagt, sie produzieren nicht viel, also du kannst damit jetzt nicht irgendwie eine riesige Raumstation versorgen. Dafür wird es nicht reichen. Aber... Für so eine Sonde, die einfach nur durch die Gegend fliegt, die muss ja auch keinen Antrieb groß haben. Die muss ja einfach nur scannen und senden. Und dafür reicht die Energie locker. Gut, dann würde ich sagen, wir nutzen die Stelle hier, um die Folge für heute zu beenden. Wir cruisen beim nächsten Mal noch ein bisschen weiter rum, sammeln noch weiter Materialien auf, finden vielleicht noch das ein oder andere Artefakt. Und haben Spaß mit unserem... Moonbuggy. Jawohl. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Weltraumkaninchen. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!